Hallo und herzlich willkommen. Wir sind alle eins, zumindest sind wir alle verbunden. Sicherlich kennt jeder von euch diesen Spruch aus dem Bereich der Spiritualität. Dieser Spruch hört sich auch echt gut an und wird vielleicht deshalb auch ganz schnell immer mit bedingungsloser Liebe oder gar Einheitsbewusstsein in Verbindung gebracht. Meistens in Verbindung mit solchen Bildchen hier, die aber im Grunde nichts mit dem Einheitsbewusstsein zu tun haben. Solche Bildchen entspringen vielmehr unserer westlich geprägten, wie ich finde, kindlichen Vorstellung von Einheitsbewusstsein, was sicherlich auch stark beeinflusst ist durch die New Age-Bewegung, die ja gesteuert wurde. Das ist ja ganz bewusst gemacht, das war ja eine Marketingstrategie. Hört sich vielleicht für viele etwas schwer verdaulich an, aber das kann jeder nachrecherchieren. Das ist so in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1950, 60er Jahre, gemacht worden. Habe ich selbst lange dran zu knapsen gehabt, weil sich das ja alles immer so toll und vor allem immer ganz einfach anhört. Vielleicht glaubst du mir nicht, dass das wirklich in den 50er Jahren marketingmäßig eingeführt ist. Aber dann versuch mal, vor 1950 in irgendeinem Bereich der Spiritualität diese Erkenntnis, die ja heute immer propagiert wird, in Anführungsstrichen Erkenntnis, alles ist Energie, versucht das mal in irgendeiner alten Spiritualität zu finden. Egal, ob du die Veden nimmst oder ob du von mir aus die chinesische Spiritualität nimmst, ob du die Spiritualität hier aus Europa nimmst, von mir aus auch von den alten Ägyptern, von Hermes Trismegistos, da wirst du nirgendwo finden. Alles ist Energie. Auch Buddha hat das nicht gesagt. Übrigens auch nicht Albert Einstein. Und auch in der Quantenphysik wird da nicht von ausgegangen, dass Energie die Basis von allem ist. Dennoch wird das immer wieder propagiert. Denn der Spruch, alles ist Energie, ist ja genauso populär wie alles ist eins. Obwohl ich dieses Video ja eigentlich zum Punkt alles ist eins machen wollte, mache ich doch mal eben ganz schnell zwei total einfache Grafiken, um das dir ganz deutlich zu machen, dass Energie gar nicht die Ursache, die allererste Ursache sein kann. Das leuchtet dir sofort ein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Meine Grafik ist nicht besonders toll geworden, aber das ist doch nicht der Sinn der Sache. Es reicht, wenn es hilft, dir das sofort klar werden zu lassen. Nehmen wir mal an, das hier ist eine Energiewolke. Egal wie feinstofflich die ist, Energie, wenn die irgendwo auftaucht, sieht immer so in dieser Art aus, wie so eine Energiewolke. Natürlich können das auch Spiralen sein und so, aber es kommt ja nur auf das Prinzip drauf an. Im Grunde genommen könntest du hier schon erkennen, dass Energie gar nicht die allererste Ursache sein kann. Noch deutlicher wird das eben hier, wo ich die Energiewolke mal etwas verkleinert habe. Dann wird sofort klar, dass es um diese Energiewolke etwas geben muss, was vorher da sein gewesen muss und was wesentlich ursächlicher ist als diese Energiewolke. Das ist nämlich der Raum. Denn nichts kann irgendwo erscheinen, wenn es keinen Raum gibt, in dem es erscheinen kann. Weder ein Stuhl, eine Energiewolke, du oder ich. Nichts würde erscheinen, könnte da sein, ohne einen Raum, in dem es auch erscheinen könnte. Wie du siehst, kann Energie nicht die Ursache, das wirklich allem zugrunde liegende sein. In der Leere, im Raum auftauchende Energie ist längst eine Auswirkung. In der wirklich uralten Spiritualität ist es auch immer wieder gesagt worden, zum Beispiel bei den hermetischen Prinzipien. Das erste hermetische Prinzip heißt schließlich nicht, alles ist Energie, sondern das heißt, alles ist Geist.
Auch Buddha hat schließlich nicht gesagt, Energie wird zur Form und Form wird wieder zur Energie, sondern der hat gesagt, Leere, also der Raum, der lebendige, geistige Raum, die Leere wird zur Form und die Form wieder zur Leere. Der hat da die Energie gar nicht erwähnt. Mir fällt gerade auf, dass mein kleiner Ausflug hier doch ganz gut zu dem Thema passt. Alles ist eins. Weil das ja eben auch nicht so gemeint ist, wie es in den Bildern immer so symbolisiert wird. Als wenn wir uns alle an der Hand nehmen und dadurch alle eins sind. Und das wäre dann eben das Einheitsbewusstsein. Das hat aber mit diesem Einssein auf der tiefsten Ebene, die ja sogar heute, was heißt heute schon so lange, seit 100 Jahren, eine wissenschaftliche Tatsache ist, gar nichts zu tun. Nur wenn man sich damit befasst, kommen wir ganz schnell an einen Punkt, den unser Verstand nicht verarbeiten kann und wo sich auch innerlich in uns alles gegen sträubt. Warum möchte ich dir an diesen Kollegen und dem Felsbrocken hier demonstrieren? Du wirst das merken. Die sind ja beide scheinbar getrennt. So wie wir uns eben konditionierterweise immer von allem getrennt wahrnehmen. Obwohl ja auch die Mainstream-Wissenschaft schon lange sagt, dass 99,99999999% von allem, was wir als feste Materie wahrnehmen, im Grunde genommen Leere ist. Und wir eben nur aufgrund von unseren begrenzten Sinnen, die ja nur ganz, ganz wenige Frequenzen aus dem gesamt vorhandenen Frequenzband wahrnehmen können. Das ist ja ein Bruchteil. Ich habe das hier mal so gestaltet, als würdest du durch eine Quantenbrille sehen, die du immer schärfer einstellen könntest. Und deshalb immer mehr von dem Typen hier und dem Felsbrocken das siehst, was wirklich auf der tiefsten Ebene da ist. Und wie du siehst, ist es bei einer Quantenbrille ganz anders wie bei einer Brille hier bei uns im 3D-Raum. Denn bei uns im 3D-Raum siehst du mit einer Brille immer mehr. Mit einer Quantenbrille würdest du immer weniger sehen. Immer weniger feste Materie. Und würdest immer mehr und mehr die Leere sehen. Und die Trennung zwischen diesem Typen hier und dem Felsbrocken würde immer mehr aufgehoben werden, weil du mit einer Quantenbrille immer mehr von dem erkennen würdest, sehen würdest, wahrnehmen würdest, was so eine wissenschaftliche Tatsache ist, nämlich dass 99,9999%, haben wir schon noch ein paar Neun hinter, Leere ist. Und mit einer Quantenbrille würdest du diese Leere immer deutlicher und deutlicher und deutlicher wahrnehmen. Und dadurch würde immer mehr die Trennung aufgelöst. Und jetzt achte einfach selber mal darauf, dass es dir immer schwerer fallen wird, überhaupt eine Trennung festzustellen zwischen diesem Typen und dem Felsen. Obwohl wir noch ganz, 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 ganz weit von diesen 99,99999999% entfernt sind. Ganz weit. Und wie du merkst, je schärfer unsere Quantenbrille eingestellt wird, desto mehr verschwindet die Trennung und desto mehr taucht das auf, was Einheitsbewusstsein wirklich ist. Denn wenn die Trennung völlig aufgehoben ist, dann können wir wirklich sagen, alles ist eins. Wie du siehst, gibt es jetzt keinen Unterschied mehr zwischen dem Typen und dem Felsen.
die sind einfach eins auf dieser tiefen Ebene. Die sind nicht verbunden, sondern die sind eins. Jetzt, wo ich das mal so einfach mit der Quantenbrille dargestellt habe, wird dir auch sicherlich klar, woher dieser uralte Spruch aus Indien stammt, der da lautet: Der Lohn der Erleuchtung ist nichts. Aber auch der Ausspruch vom Buddha wird dann ganz praktisch nachvollziehbar, wenn er gesagt hat, Leere wird Form und Form wird wieder zu Leere. Oder wie der Einstein gesagt hat, im Grunde genommen, also im tiefsten Grunde genommen, gibt es nur die Leere, das Nichts. Aber dieses Nichts ist nicht das Nichts, was wir so darunter verstehen. Dieses Nichts ist geistig, ist super, 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 super intelligent. Das lebt, dieses Nichts. Das ist die lebende Leere, von der auch manchmal gesprochen wird. Und wo ich damals echt dran zu knapsen hatte, um mich überhaupt mit diesem Gedanken anzufreunden. Weil die gesamte erlernte Tendenz unseres Daseins, gerade unseres Egos, ist natürlich genau das Gegenteil von dem, etwas darzustellen, ja, möglichst viel darzustellen in der 3D-Welt, in der Welt der Formen, und nicht das Gegenteil, sich aufzulösen in nichts. Wer will schon gerne ein Nichts sein? Nachdem du jetzt mal so ein bisschen durch die Quantenbrille geschaut hast, wird dir auch der Ausspruch von Rumi ganz klar, der gesagt hat, an einem Ort, jenseits von Zeit und Raum, werden wir uns alle wieder treffen. Der Blick durch die Quantenbrille kann auch eine ganze Menge Hirnverzwirbelungen in Gang setzen, weil unser Verstand das nicht verstehen kann. Das ist einfach ein großes Mysterium, das brauchen wir nicht verstehen. Aber eins wird völlig klar, dass der Spruch, das ganze Leben ist ein Wunder, viel, viel mehr ganz tiefe Wahrheit beinhaltet, als wir das immer so im Alltag glauben. Und deshalb wünsche ich auch dir jetzt von ganzem Herzen ein wundervolles Leben und bis zum nächsten Mal alles Gute.